Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kerbal Space Program RP1 2.0 in der Version 2.6 immer noch, also 2.6.0 vom RP1 Mod. Und ja, wir haben in der letzten Folge hier 1951 aufgehört mit einem gefailten Pre-Flight-Check, habe ich einmal so genannt. Ne, ich habe einfach vergessen, zur SA-1B, die wir hier haben, noch eine Sounding-Payload dazu zu packen. Weil, wenn wir das mal angucken, kann ich euch hier ein bisschen besser zeigen. Unsere aktive Sachen. Wir haben First Low Space Biological Experimentation. Und hier steht drin, 100 Kilometer mit 35 Units Sounding-Payload und eben dieser Kapsel. Habe ich gesagt, dass ich diese 35 Sounding Payload einfach ignoriert habe und dann auf dem Pad festgestellt habe, oh scheiße, ich brauche hier 35 Sounding Payloads? Ja, das könnte eventuell passiert sein, aber nur ganz eventuell. Ne? Offiziell war es ein Pre-Flight-Check, der fehlgeschlagen ist und dann musste nochmal überprüft werden und dann rollen wir ihn jetzt raus. Hat uns auch, um ehrlich zu sein, eine Woche gekostet und finde ich ist auch ein bisschen besser, weil dadurch musste unser Flight-Control-Team jetzt nichts übers über die Neujahrstage machen und so. Hatte ein bisschen frei. Und auf jeden Fall, ja. Ich würde vor allem auch sagen, so eine SA-1B, die kriegt man recht schnell rein und rausgerollt. Nimmt man sich einen kleinen Kran, legt das Ding auf den Truck und fährt dann einfach in den Hangar rein. Also ich schätze mal, diese 3 Tage, die 4 Tage, die man hier braucht zum Rollouten, ist jetzt nicht nur die Rakete aufs Pad bringen, sondern auch Rakete irgendwo unter, irgendwie für zu checken und nochmal gucken, dass alles funktioniert, vielleicht einen Cryo-Test zu machen oder so einmal, eventuell sowas. Also, das könnte ich mir gut vorstellen, dass die sowas da mit drin haben in diesem, dieser Zeit, weil ansonsten ist ein bisschen zu viel. Dann, andere Sache, in diesem Patch momentan ist ein kleiner Bug drin wahrscheinlich. Was bedeutet, meine Stages brauchen wahrscheinlich teilweise länger zu bauen, weil wir haben hier eine Funktion, dass wenn wir giftige oder zumindest schwer handelbare Materialien nutzen, zum Beispiel als Treibstoff, also zum Beispiel, was haben wir da? Nukleartreibstoff oder so. Dann kriegen wir so einen Modifier draufgeknallt, der sagt, ey, guck mal, eure Leute müssen da vorsichtiger mit umgehen, weil ist gefährlich. Diese Modifier sind momentan kaputt und das Problem ist, sie wurden schon, also sie waren in der 2.5er-Version, waren sie übertrieben zu hoch. In der 2.6er-Version wurde das dann runtergenommen. Aber jetzt ist aufgefallen, ja warte mal, das geht ja gar nicht nur auf den Tankbereich, der für diesen Treibstoff zuständig ist, sondern auch für alle anderen Tankbereiche. Und das bedeutet, wenn ich einen riesen Tank habe und da auch nur ein bisschen von diesem Treibstoff drin habe, der mit extra Care gehandelt werden muss, nur ein Tropfen davon, irgendwo drin. Sofort weg. Weil, für alle, die es nicht wissen, wenn ich 3 unterschiedliche Treibstoffgemische da drin habe in meiner Rakete, dann habe ich auch 3 unterschiedliche Tanks da drin. Auch wenn das nur ein einzelner Tank für mich jetzt ist zum Bauen. Vom Aussehen her, vom Spiel für den Part und so. Aber das Problem ist halt, eigentlich in echt sind das 3 unterschiedliche Tanks. Das Spiel simuliert es auch sozusagen, als wären das 3 unterschiedliche Tanks. Und tut auch so, als wäre das so. Es zeigt es nur halt als einen Tankpart an und das ist momentan halt kaputt, deswegen wenn ich giftige Treibstoffe nutze oder so, habe ich halt einen kleinen Nachteil. Und da ich nicht genau weiß, welche Treibstoffe alle diesen Debuff haben, müssen wir da mal gucken. Aber, damit haben wir das schon mal geklärt. Wir wollen ja nochmal durchgucken, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir in der letzten Folge die Kamenline gebrochen, haben Low Space Film Return gemacht und generell gut Wissenschaftspunkte gekriegt. Ihr seht, combined, haben wir ziemlich viel Wissenschaft noch drin. Besonders hier nach hinten raus. Und ihr seht schon, Supersonic Plane Development und Supersonic Flight geht's durch. Und wenn wir mal reingucken, wir haben hier vorne die XLR-11. Mit der können wir sehr viel machen. Wir haben hier oben, wie gesagt, Supersonic Plane Development. Damit kriegen wir das X1 Cockpit. Damit können wir dann schon anfangen, was zu machen. Dann Supersonic Flight kriegen wir hier oben, dann direkt danach ja. Damit kriegen wir dann theoretisch einen Jet Trainer Cockpit, obwohl ich das nicht unbedingt brauche. Also, wie gesagt, wirklich nicht brauche unbedingt.
Da kann ich auch mit den anderen machen, also mit hier zum Beispiel, hier, wo sind sie? Achso, die sind schon in der Start-Unlock-Note. Also mit den anderen Cockpits könnte man da arbeiten. Wobei das Jet-Trainer-Ding auch nicht schlecht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich gut. Also ich könnte mir vorstellen, hier bei Supersonic Flight, dass ich mir noch einen zweiten Jet baue und deswegen zwei Flugzeuge diese Folge baue wahrscheinlich. Ob die alle fertig werden, diese Folge, das kann ich nicht garantieren. Ich weiß nur, dass ich sie bauen will, die beiden Flugzeuge. Wie gesagt, eins, was hochfliegen kann, eins, was lange schnell fliegen kann. Das ist so der Plan. Dann, Unlock-mäßig, glaube ich, gehen wir nochmal, weiß ich nicht, hier unten einmal weiter. Auf jeden Fall, wir brauchen die Advanced Biological Capsule. Die brauchen wir irgendwann mal. Da gehen wir hin, wahrscheinlich die Avionic Prototypes. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht Basic Rocketry. Weiß ich nicht genau, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier hingehen. Zur Basic Rocketry. Ansonsten, ich brauche gerade nicht so dringend, dass ich sagen würde, da muss ich unbedingt hingehen. Vielleicht auch Solid Rocket Motors, aber glaube ich noch nicht so. Ich bin kein Fan von denen, solltet ihr mittlerweile gemerkt haben. Eventuell wird hier die erste Note mal unlocked, die allererste, weil diese Motoren hier sind tatsächlich nützlich, finde ich. Und den einzigen Motor, den ich wirklich viel nutze, sind hier die GCRC 33KS 2800. Das sind so die einzigen Motoren, die ich halbwegs genutzt habe in letzter Zeit. Und da habe ich auch immer aufgehört, dann weiter zu forschen. Aber brauche ich halt nicht. Ich brauche diese Dinger halt einfach nicht momentan, weil ich sehe den Hintergrund dahinter nicht, warum ich mir das nehmen sollte. Ich meine, klar sind hier geile Ideen drin. Man könnte hier ein paar gute Raketen draus machen, die ein bisschen was hochbringen können und sowas. Aber ich brauche sie einfach überhaupt nicht. Und dafür ist es einfach rausgeschmissene Wissenschaftspunkte. Die investiere ich dafür lieber in andere Sachen. Und vor allem auch rausgeschmissene Zeit. Aber wir haben eine ganz wichtige Sache, die wir letztes Jahr einfach komplett vergessen haben. Und zwar das Verwaltungsgebäude. Und das hatte ich ja gesagt, mit der ersten Carmen-Line-Contract kriegen wir Leader. Und dann mit dem ersten Material Science Note kriegen wir hier die Contractor. Und dementsprechend haben wir die gar nicht zugewiesen, weil ich es einfach komplett vergessen habe. Also, wollen wir doch mal durchgucken, was wir hier Schönes haben. Wir haben Wladimir Chelome. 15% Confidence Cost für Programmaktivation. Brauchen wir nicht. Überhaupt nicht. Launch Complex Efficiency Gain ist egal. Minus 7% Ansehen von Contracts ist auch egal. Ansehen ist mir nicht so wichtig. Es kann ganz gut sein, weil ihr dadurch weniger Ausgaben habt, was Mitarbeiterkosten angeht und so. Also, wie gesagt, das Ansehen, je mehr ihr habt, desto weniger müsst ihr desto mehr wird durch untere Arme gegriffen bei Mitarbeiterkosten. Dann haben wir hier Valentin Gluschko. 15% Gelderkost für Researcher Salaries. Das ist ziemlich gut, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Den habe ich schon mal genutzt. Weil der Vorteil bei ihm ist halt, ihr habt halt weniger Kosten. Dieses plus 10% Ansehen, um einen Leader zu removen, ist meiner Meinung nach ziemlich unnötig, weil ich hatte nicht vor, einen zu removen. Und außerdem, warum sollte ich? Es ist so früh, da habe ich sowieso noch nicht so viele, dass ich die alle removen kann. Also der hier ist ein heißer Kandidat, würde ich sagen. Sergei Korolev. Minus 12% Gelder für Salary Costs. Ich meine, Salary war nur für Astronauten, also eure Kerbels. Für den Rest war Salary, meine ich nicht. Dann haben wir 5% Ansehen für Contracts, aber minus 5% Gelder für Program Funding. Ich finde mein Funding eigentlich so ganz gut, ich hätte das gerne behalten. Das ist so eine Sache. Deswegen diese minus 5% sind für mich ein No-Go eigentlich. Dann haben wir Milton Rose. 10% Speed for Researching All Technologies ist verdammt gut. 10% Ansehen vom Science ist auch verdammt gut. Und dann kommt hier der Debuff des Jahrtausends. Minus 20% Time vom Program Deadlines und 20% weniger Gelder vom Program Funds. Dafür bleibt es aber konstant. Aber das ist mir ein zu großer Dings. Das ist mir ein zu großer Negativbereich. Wie gesagt, bis zu 20% Funding weniger
Also das, nee, tut mir leid. Das kann da komplett vergessen. Würde mir zwar wahrscheinlich jetzt gerade sogar schon was bringen, weil dadurch, dass der X-Planes-Vertrag so hohe Spitzen hat, würden wir wahrscheinlich jetzt deutlich mehr Geld kriegen auf kurzfristig. Auf langfristig halt aber wahrscheinlich 20% weniger, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Dann haben wir hier Werner von Braun, haben wir Confidence vom Contracts, brauchen wir nicht, Ansehen vom Contracts, brauchen wir nicht. Und das Ansehenslos für Firm Reputation Decay ist auch eigentlich unnötig, finde ich. Das ist einfach nur, wenn ihr euren Vertrag überzieht, dann verliert ihr Ansehen. Und das macht ihr 10% schneller dadurch. Ich plane sowieso nicht, meinen Vertrag zu überziehen, also wird mich das nicht stören. Aber die hier oben, die beiden sind mir ziemlich egal. Und ich weiß, Werner von Braun hat hier drin nochmal als Chefdesigner eine Rolle. Und ihr könnt logischerweise nicht zweimal die gleiche Person einstellen. Dementsprechend hebe ich mir den auf. Der war, meine ich, hier als Chefdesigner deutlich besser. Und dann hier ein sehr, sehr interessanter Typ. Der bringt euch 15% Wissenschaft vom Transmissions. Also, wenn wir jetzt in Weltall fliegen und Daten runterschießen, wieder mit Funk, kriegen wir da 15% mehr Daten von. Das ist natürlich geil, aber ich glaube, bei unseren Werten, die wir haben, ist das noch nicht so wichtig. Und ich weiß es nicht, der bleibt 9 Jahre ungefähr. Wenn wir den jetzt einstellen, ist er in 1960 weg. Ungefähr. Also okay, 1961 wahrscheinlich. Das würde für mich bedeuten, okay, in meiner Hauptphase von Wissenschaftsbeschaffung, weil 1960 und so ist gerade so die Phase, wo ich in Richtung Mond mich rausholen kann und sowas, in die Richtung gehen kann so langsam. Also da würde ich den lieber dann in dem Moment einstellen bei 1960, damit wir dann diese Jahre 1960 bis 1970 durchziehen können, wo wir die gesamte Low Earth Orbit, High Earth Orbit, Mond, Mars, Venus und sowas, wo wir dann die ganzen Missionen machen. Ich glaube, da ist er besser, deswegen heben wir uns für ihn für später auf. Also gehe ich, glaube ich, hier mit Gluschko. Einfach ein bisschen weniger Ausgaben nimmt man immer gerne mit. Und dann gucken wir mal nach hier hinten. Und zwar, seht ihr hier, haben wir fast immer die gleichen Sachen hier. Die sind meistens drin. Passt jetzt auf, der erste, der Main Contractor, hat andere als der erste Contractor, auch wenn es das gleiche ist. Ihr seht, hier wechselt sich was. Aber der erste und der zweite unterscheiden sich nicht. Das heißt, ob ihr den nun, dieses Ilyushin Design Bureau beim ersten reinpackt oder beim zweiten, ist komplett egal. Beim Main Contractor müsst ihr aber aufpassen. Da hat er andere Vorteile. Und da müssen wir mal durchgucken. Ihr seht, wir haben noch nicht alle freigeschaltet, aber das ist ja auch erstmal egal. Wir haben Rocketdyne, 5% Early and Orbital Rocket Engine Research Speed. Ich weiß gar nicht, warum ich beim Contractor 1 anfange, aber egal. Das ist ziemlich gut. Weil Orbital Rocket Research Speed ist die Hauptreihe von Triebwerken. Und das würde bedeuten, für 1% unserer Gelder, wo wir ja gerade sowieso ziemlich viel eingespart haben durch unseren Gluschko da vorne, würden wir 5% schneller researchen in unserer Hauptkategorie. Das ist verdammt gut. JPL, 10% Integration Speed of Instruments und wieder 1% Funding, ist auch verdammt gut, weil 10% Integration Speed von Instrumenten. Instrumente heißt eure Probe Cores. Die Probe Cores sind das Schlimmste, was ihr haben könnt, was Zeit angeht. 10% da runternehmen und ihr seid deutlich schneller mit euren Sachen. Also ich glaube, meine, wenn nichts Besseres kommt, ist Rocketdyne JPL Contractor 1 zu 2. Dann haben wir Douglas Aircraft Company. Isogrid Tanks habe ich nicht mal. Auch geil. Wieso wird mir der überhaupt jetzt schon vorgeschlagen? Warum schaltet ihr Douglas nicht erst mit dem Research Material Science frei? Da ist irgendwie ein bisschen was fehlgeschlagen. Ich glaube, Douglas sollte da noch nicht sein. Und außerdem steht hier sogar noch Node Currently Non-Functional. Auch geil. Dann haben wir hier... Oder ist das auf die Tor- und S4B-Tanks? Nee, ich glaube, das ist generell. Egal. Dann haben wir
hier McDonnell Aircraft Corporation. Und Integration Speed von Cockpits, ja, ist okay, aber brauchen wir nicht so wirklich. Weil Integration Speed bei Flugzeugen ist nicht so wichtig wie bei Raketen. Bei Raketen müsst ihr jedes Mal eine komplett neue bauen. Bei Flugzeugen, ihr landet das Ding, tankt das wieder auf und fliegt wieder los. Da ist das, was am längsten dauert, wirklich meistens eure Crew wieder auszubilden. Und das ist das, was länger dauert, als das Flugzeug selber wieder fertig zu machen. Dann hier Bell Aircraft Company, 15% weniger Gelder für Airlaunch. Ist natürlich geil, aber 2% Program Funding ist natürlich dann wieder nicht so geil. Und ganz ehrlich, dafür werde ich Airlaunches, glaube ich, zu... Oder werde ich die Airlaunches wahrscheinlich verkraften können. Im Vergleich zu Rocketdyne und JPL kann das nicht mithalten, würde ich mal behaupten. Aerojet, Solid Rocket Engines. Ich habe gerade eben schon gesagt, mir ist das ziemlich genau egal, Solid Rocket Engines, weil ich nutze sie nicht. Eigentlich 0% nutze ich die. Das heißt, der ist es überhaupt nicht wert. Jetzt kommen wir zu Kuznetsov, oder wie auch immer man das ausspricht, OKW 276. 10% to Flight Research Speed, das heißt für alles, was Flugzeuge ist. Minus 10% Ansehen und minus 10% Confidence. Ganz ehrlich, das lohnt sich nicht für mich. Dafür brauche ich halt, wie gesagt, nur diese 4 Nodes für Flugzeuge. Da lohnt sich das nicht, 10% extra drauf zu hauen. Für wohlbemerkt 3600 Tage. Das lohnt sich nicht. Und das hier ist auch was mit Flugzeugen. Oder nee, Researcher Salaries. Weniger Ansehen und weniger Confidence dafür. Nee, mir reicht das so, wenn wir das auf 0 lassen. Ich gehe, glaube ich, wirklich mit Rocketdyne und JPL. Ganz kurz nochmal gucken, was JPL hier hat. Science, Avionics und Electronics Research Speeds. Aber 10% mehr für Vessel Purchase und Launch. Ich glaube, da gehen wir lieber hier hin. JPL als erstes. Rocketdyne als zweites. Und jetzt können wir noch hier für einen Main Contractor gucken. Cockpit Parts haben wir ja schon gesagt, brauchen wir nicht wirklich. 10% Speed of all Craft Integration ist verdammt gut. Speed for Researching all Techs ist verdammt scheiße. Mal so gesagt. Deswegen, das bleibt weg, OKB1. Können wir vergessen. Ey, das ist das Zugehörige zu Corolev. Ja, okay, das ist natürlich... ja gut. 5% Speed of Engineer Efficiency Gains for Launch Complex. 10% Gelder for Hiring all new employees. Nee, das bringt's auch nicht, glaube ich. Bell Aircraft Company. 10% Flight Research Speed. 10% mehr Gelder für Researchers. Weiß nicht. Material Science Research Speed dafür mehr zu Early Rockets, Early and Orbital Rocket Research Speed. Ja, nee. Bin ich von allen nicht so überzeugt. Warte mal, was für ein Material Science? Human Space Flight, okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Das ist halt absolut dumm, finde ich. Nur für Researcher. Researcher brauchen wir viele, aber ich glaube, das ist in dem Fall einfacher. Nehmen wir Bell, komm. Nehmen wir die mit, das passt dann schon. Und damit haben wir alles. Und das ist halt schwierig, weil ihr seht schon, die haben alle ihre harten Nachteile. Jetzt kosten halt unsere Researcher ein bisschen mehr, ihr seht's. Ah ne, warte mal. Wartet mal. Habe ich gerade was gefunden? For hiring Researchers, 10%. Staff? Researcher? Kollege? Das kostet immer noch 300. Ey, wir haben das System ausgetrickst. Oder ist das, weil... Dings hier. Weil er hier sagt, für Researchers Salaries. Nee. Salaries, okay. Interessant, dass das jetzt so ist. Aber wie gesagt, Orbital Rocket Engine Research Speed habe ich schon mal genommen. Ist mir gerade aufgefallen. Das hier sind Early und Basic und Post-War. Orbital fängt dann hier an. Aber bis wir da sind, das geht recht schnell.
Ihr seht es ja, wir sind eine Node von entfernt. Und dann geht das in Kraft. Heißt, wir haben jetzt sozusagen 1% unseres Dings hergegeben. Nur um später einen Erfolg, mehr Dings zu haben, mehr Möglichkeiten zu haben. Oder schneller zu sein. Aber passt, glaube ich. 10% Flight Research Speed ist jetzt sogar direkt hier am Vorteil geben. Aber ich würde sagen, wir wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir wollen 2 Flugzeuge bauen, ein paar Raketen starten. Ihr seht es hier halt schon. Einmal sehe ich das gerade richtig. Mein SA-2 kommt direkt im Nachhinein zum LC-1A. Auch geil. Falls ihr euch fragt, warum ich noch keine SA-2 wieder neu gebaut habe, von der Idee. Ich bin am Überlegen, ob ich sie upgrade auf eine SA-2B. Oder ob sich das noch nicht lohnt. Müssen wir mal gucken gleich, aber das mache ich dann gleich, nachdem wir hier den ersten Start gemacht haben. Und ich würde mal sagen, da wir viel zu lange hier gebraucht haben mit den Kollegen hier, gehen wir jetzt mal in den Cinematic-Teil der Folge und dann bis. So, ihr seht schon, wir sind hier jetzt auf dem Launchpad mit der SA-1. Das war ein bisschen erfolgreich weiter. Und es ist der 8.1. Und ihr habt es ja in der letzten Folge wahrscheinlich schon mitgekriegt. Diese Rakete ist eigentlich für letztes Jahr noch gedacht gewesen. Hat es aber nicht mehr ganz geschafft und ist sogar gerutscht, weil wir die Verlängerung der Nase da vergessen haben. Und jetzt haben wir sie ja natürlich. Und ja. Aber jetzt mögt ihr vielleicht fragen, SA-1B. Warum B? Und das liegt daran, dass wir neue Avionics drauf haben. Das heißt, sie sind ein bisschen leichter. Wir haben Alu-Tanks genutzt anstatt Stahltanks. Was bedeutet leichter und ein bisschen mehr Füllvolumen. Und dadurch konnten wir das Ganze ein bisschen kleiner machen für die genau die gleiche Leistung. Was natürlich auch von Vorteil ist. Merkt man zwar überhaupt nicht, weil ihr seht es da gerade, unsere Rakete ist halt wahrscheinlich genauso lang, wegen dieser Extension, die wir oben drauf haben. Und wir haben eine Biological Capsule da unten drauf. Ihr seht sie da gerade. Und einen Fallschirm. Deswegen trennen wir diese Nase und lassen die ein bisschen hochfliegen. Und dann wieder runter und sammeln sie ein. Man kann das jetzt natürlich so machen, dass man diese Nase komplett, die Rakete komplett wieder zurückholt. Ist machbar, locker. Aber ich finde, so ist es irgendwie interessanter mit nur der Nase. Aber, jo. Dann, was haben wir so gemacht? Wir haben eine Apoapsis von 156 Kilometer erreicht. Klar, ist nicht annähernd so weit, wie wir sonst gekommen sind, aber dafür haben wir sehr, sehr viel Wissenschaftspunkte gesammelt. Ihr seht, Nase sehr instabil beim Wiedereintritt. Die ist halt einfach zu lang. Das ist das Problem. Sie ist zu lang, um stabil zu sein. Und ja, glücklicherweise sind wir nicht schnell genug, dass wir irgendwelche Plasma-Build-Ups haben. Ansonsten wäre es katastrophal gewesen. Und ja, ihr seht schon, wir fallen hier ganz gemütlich durch und da geht der Fallschirm auf. Und ja, wir bremsen halt verdammt gut. Eigentlich zu gut, weil der Fallschirm bremst uns so stark runter. Ich hoffe, ich habe es für euch ein bisschen schneller gemacht. Aber wir gehen, glaube ich, mit 2 Meter pro Sekunde runter. Das Ganze ist halt viel zu schnell. Ihr seht es gerade, wir bewegen uns kein bisschen. Also einfach null. Null nach unten Bewegung hier gerade. Obwohl wir schon vorspulen und sonst was. Aber ja, sicherer Touchdown. Das Ganze wird jetzt recovered und ausgewertet. Und dann passt das. Und ja, jetzt sind wir schon wieder am 29.03. Ganz kurz vorweg. Warte mal, nee, 29.03. Ich hab was vergessen. Ich weiß nicht, wann wir sind vom Tag her. Wir haben SA-1B noch. Laut meinem Aufzeichnung sollte hier eine SA-2 sein. Es kann sein, dass ich die SA-2 übersprungen habe aus Versehen. Dann sind wir am 31.03. Sieht so aus, als hätte ich die SA-2 aus Versehen rausgeschnitten. Tut mir leid. Habt im Hinterkopf, dass wir eine SA-2 hatten. Hier, die gestartet ist. Und nur mal so als kleine Zusammenfassung. Die SA-2 war die letzte ihrer Art und hat eine Kapsel 400 Kilometer downrange gebracht und ansonsten alles richtig gemacht. Und ja,
kommen wir zu diesem Start hier. Wie gesagt, SA1B, wieder das gleiche, was wir eben schon versucht haben. Dieses Mal ein bisschen mehr Payload oben drauf, deswegen ist die Nase auch ein bisschen länger als dieses Mal. Und deswegen kommen wir dieses Mal auch nur ein bisschen tiefer. Dieses Mal schaffen wir es auf 125 Kilometer. Und ja, ihr seht es da schon. Hier unten 125, naja gut, 24,9. Und müssen wir mal gucken. Das Ganze kommt halt hier hoch. Und kommt gleich wieder runter. Das werden wir heute noch sehr, sehr häufig sehen. Also wirklich sehr, sehr häufig. Und ich hatte ja vorhin unter anderem gesagt, wollen mal gucken, dass wir die Flugzeuge loskriegen. Flugzeuge werden wir diese Folge noch nicht haben. Werden wir wahrscheinlich in 1954 erst machen. Weil muss ja nicht unbedingt so schnell. Und ja, da seht ihr schon, kommt die Kapsel wieder runter. Und die Fallschirme deployen. Also ist alles safe ab diesem Moment. Ja. Haben wir noch irgendwas? Nö, haben wir nicht. Da kommt so runter. Naja, gut. Wird irgendwie nicht so ganz so gut getrackt. Da sehen wir sie jetzt. Das Problem ist halt Renderdistanz in dem Fall. Und ja. Fallschirmdeployment ist soweit komplett normal. Ihr seht, sehr, sehr stark hochgespeedet. Ich glaube, wir sind fünffache Geschwindigkeit. Da kommt so runter. Und jetzt beim Recovern wird festgestellt, wir haben dieses Science-Experiment gar nicht angehabt. Und dementsprechend keine Wissenschaftsdaten gesammelt. Ja, jetzt off-cam haben wir Supersonic Flight unlocked, 20 neue Researcher angestellt und das LC2 fertig umgebaut, dass wir SA2B bauen können. Und ja, jetzt seht ihr es hier, unsere Rakete startet am 21.06. und wieder eine SA1B. Dieses Mal sogar ohne Verträge. Sonst davor hatten wir immer Verträge, zum Beispiel Low Space Biological Experimentation oder genau den gleichen normal. Ich weiß gar nicht, warum ich den zweimal hatte. Und ja, wie gesagt, Verträge haben wir keine, wir machen das nur für die Wissenschaftspunkte. Wir kriegen hier tatsächlich auch gar nicht mehr so viel raus. Ich glaube 1,5 Punkte pro Start ungefähr sind das. Aber dadurch, dass wir das nur für Wissenschaftspunkte machen, konnten wir dieses Mal die Payload-Section weglassen, weil wir müssen ja nicht bestimmte Menge an Sonic-Payload hochschießen. Und jetzt ist halt das Problem, oder was ist das Problem? Der Vorteil, wir kommen höher. Und somit schaffen wir es dieses Mal sogar auf 187 Kilometer. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, das könnte ein neuer Rekord sein. Wollen wir mal gucken. Jo, das ist ein neuer Rekord offiziell. Aua. Was soll das jetzt? Ich habe irgendeine Fiebmemor, was übelst ekelhaft war. Okay, gut. Hat sich wieder gelegt. Ich hoffe mal, das war nicht im Video. Wenn ja, dann tut's mir leid. Aber gut, ihr seht schon, 187 Kilometer hoch sind wir jetzt hier. Unser Re-Entry wird natürlich interessant, weil wir so hoch kommen. Wissen wir natürlich nicht, wie sich das Teil verhalten soll, wird. Es sollte ziemlich stabil sein. Ihr seht, wir wackeln hier so gut wie gar nicht. Und jetzt sehr, sehr hohe G-Kräfte. Ihr seht, wie der Bildschirm wackelt. Und ansonsten aber eigentlich ziemlich chillig. Nicht mehr irgendwelche Flammen oder sonst was gewesen. Von daher alles gut. Und durch diesen Flug hier werden wir Satellite Error Material Science freischalten. Und ansonsten, ja, passiert ja auch nicht mehr viel. Wir haben dann noch ein paar weitere Starts hier tatsächlich vor uns, wenn das Ding gelandet ist. Und zwar seht ihr, das Ding kommt hier ganz gemütlich runter und wird hier auch aus dem Wasser gefischt dann später und recovered und alles ausgewertet. So. Na, wie lange lasse ich es noch drin? So, da sind wir beim nächsten Start am 7.9. Diesmal mit alten Sonic Rockets als Vertrag. Bedeutet, wir müssen einfach nur hochkommen. Ich weiß gar nicht, was die Höhe ist. Ich glaube, es war irgendwas mit 75 Kilometern oder so. Weil, keine Ahnung, die ersten Verträge davon sind verdammt leicht. Wir müssen die nicht machen, die sind alle optional gerade. Und das ist halt der Vorteil. Unsere Verträge jetzt gerade sind nur für uns eigentlich komplett optional. Wir fahren ein bisschen Confidence und ja, ein bisschen Wissenschaftspunkte werden gesammelt.
Es ist natürlich die Sache, dadurch, dass wir so eine große Payload-Section drauf haben oben, werden wir nicht an den so hochkommen wie beim letzten Mal. Und zwar schaffen wir es dieses Mal sogar nur auf 132 Kilometer. Aber, ja, ihr seht schon, unser Triebwerk tatsächlich ist eigentlich wirklich perfekt. Ich habe es nicht einmal gehabt bisher, dass das Triebwerk ausfällt. Und ich bin gerade am Überlegen, habe ich jemals einen Triebwerksausfall gehabt? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hatte an keiner SA1-Variante jemals einen Triebwerksausfall. Was schon sehr, sehr geil ist von diesem Triebwerk, weil ein Triebwerksausfall würde uns jetzt in diesem Moment nicht mehr schaden. Wir haben häufig genug Raketen geschossen, die irgendwas gemacht haben. Es ist nicht mehr Mission Critical, sagen wir es so. Und dementsprechend können wir uns das verkraften, wenn eine Rakete fehlschlägt momentan. Aber, ja, das ist doch schon mal was Gutes. Und, oh, ich habe vergessen, das zu muten. Okay, interessant. Ja, aber auf jeden Fall, was anlocken wir hiermit? Early Solid Rocket Engines und Basic Solid Rocket Engines. Und das ist einfach so, ja, okay, kann man auch anlocken. Deswegen habe ich das einfach mal anlockt. Und ja, jetzt seht ihr es, hat die ein bisschen auf der Spitze gestanden. In echt ist sie sich natürlich im Boden gebohrt und dann wahrscheinlich mit der Spitze zuerst drin stecken geblieben. Aber ja, gehen wir weiter zum nächsten Start. Und wir haben hier den 28.11. immer noch eine F1 gewesen. Und das ist was mich wundert, dass wir noch keine einzige Failure haben. Wir nutzen 9 Booster, die anscheinend keine Failures haben. Einfach überhaupt nicht. Ich hatte, glaube ich, einmal in der Simulation eine Failure. Aber seitdem nie wieder. Nie wieder gefunden, dass sie eine Failure hatten. Und ja, jetzt gerade wieder das Gleiche. Wir haben wieder Altitude Sounding Rockets als Vertrag. Das sehen wir wieder daran, dass wir da eine kleine Sektion drin haben für unsere Payload. Und dieser ganze Vertrag ist halt ziemlich chillig für uns, weil wie gesagt, der ist immer noch unter 100 Kilometer, glaube ich, gewesen von der Höhe, die wir erreichen mussten. Und von daher ist das Ganze kein Problem für unser Launchwege. Aber ja, ihr seht es hier, da gehen wir hoch und wir kennen es, es ist Routine. Also es ist maximalste Routine gerade. Und ja, unser unser Stage Separation läuft hier normal. Alles gut, wir trudeln wieder ein bisschen, weil wir so eine fette obere Stufe haben hier. Und eine Stufe kannst du es nie nennen. Ja, Nasensegment oder so, keine Ahnung. Boah. Und ich hoffe, man bemerkt es nicht zu stark an, dass ich gerade, ja, viel zu müde bin, um eigentlich dieses Voiceover aufzunehmen. Ich habe ein bisschen zu lange Dings gespielt. Ein bisschen zu lange Planet zugespielt dieses Mal. Mal nicht andersrum. Sonst ist es ja immer andersrum. Spiele ich ein bisschen zu lange Kerbal Space Program für Planet Zoo Aufnahmen. Diesmal war es andersrum. Und ja, wir stehen wieder auf der Spitze. Guckt euch an. Und dann kippen wir leider doch noch rum. Und ich dachte schon, wir können wieder auf der Spitze da recovern. Aber nee. Geschafft hat so 128 Kilometer. Und ansonsten haben wir Orbital Rocketry damit unlocked. Sogar. Und Early Rocketry wurde unlocked, während wir das Ganze geflogen sind. Und das ist doch schon mal eine schöne Sache. Und dann würde ich mit damit mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.